Update rauskommt. Damit sich ein bisschen was wieder tut im GoTV. So, wir sind live, wir sind in der Pistol. Kurchet startet als CT. Und Rush baut zum B-Spot auf. Und dort deckt Blade, kriegt direkt die Flash ab. Rush geht doch direkt drauf. Aber Blade kann da keinen machen. Überzahl bei Kurchet. Oh, schön rausgepusht, direkt auf Refrag gegangen. Einer noch über Tor. Cut das auch das Duell. Das gewinnt Bondic. Boah, das sieht gut aus, sogar für die Ukraine. Der kann nur mit der komischen Waffe. Oh, krasses Interp. Aber das sieht natürlich nur GoTV so aus. Mit der Tech-9 heißt sie, glaube ich. Krass, dass wir die überhaupt noch sehen in der Pistol. Eigentlich total useless geworden, seit die P250 so imba ist. Aber er hat die Runde damit entschieden. Hätte es Kirchner ja fast gegönnt, mal gut in das Spiel zu starten. Aber hätte nicht sollen sein. Die Russen nehmen direkt lang ein. Können den ersten machen. Sind auch ohne Granaten raus. Ohne HE, sonst was. Kurzschnitt hat, soweit ich sehe, keine P250. So, da war es nur noch Krutoy. Eine Waffe bisher geholt. Oh, zwei Waffen ist ganz okay. Zumal es... Oh, okay, eine MP5 war es. Oder eine SMG auf jeden Fall. Grüße auch an den He, an Lukas und Hentai. Meine treuesten Fans. So, Edik räumt kurz auf. Ne, sind schon am B drauf. Edik aber kurz angerannt mit LK. Oh, schönes Aiming. Ah, den zweiten kriegt er nicht. Aber LK da durch die Wand. Wusste ich gar nicht, dass man da so gut zielen kann. Blade mit P250. Gut Hits gemacht an Jenny, aber... Russen auch schon auf Jagd. Immerhin wieder zwei Waffen geholt. Ah ja, Edik hat aber trotzdem Geld. Ja, eine Runde können sie damit noch kaufen, aber danach könnte es schon schlecht aussehen. Also, gute Ekos sind eigentlich immer sehr, sehr, sehr wichtig. So, wer hat jetzt hier die Arme? Bondic. Wird aber lang eingenommen. Oh, Surrogate hat gesteppt. Fordert, glaube ich, Flash und Mate an. Ne, entscheidet sich, defensiv zu gehen. Bondic konnte den First Take machen, aber da fällt auf einmal instant alle am A. So schnell konnte man gar nicht gucken. Blade gewinnt auch das Aim-Duell gegen Fofkin. So, Retail können sie vielleicht noch starten zusammen. Oh, sehr schön. Von Roggy, wer auch immer das ist. Zone oder Craftic halt. Oh, richtig blind da gewesen, der CT. Blades Position müsste eigentlich auch bekannt sein. Und die TS können das da super spielen. Da hat man eigentlich keine Chance, wenn man über kurz kommt. Und die TS da über Headshot-Rampe einfach das Kreuzfeuer aufziehen können. Oder wenn halt einer Kontakt hat, zieht halt der andere rum und dann hat der CT keine Chance. Vor allem, wenn er kein Equipment mehr hat. So, mit 14-0 schon recht souverän für die Russen, auch wenn es gut anfing eigentlich für Kurchet. Doppel-AWP sogar. Weiß nicht, ob das geplant ist. Okay, LK holt sich ein AK. Wäre auch sehr weird gewesen. Boah, nett. Ganz kurz checken. Liegt echt da drin. Unpickbar wahrscheinlich. Auch noch nie gesehen. Hoch. Ah, nein, mein Switchin. Gut, hat er da einen lang gemacht. Sind da rausgepusht. Fofkin dann kurz. Ich weiß nicht, ob sie wissen, dass da ein ITB jetzt schon ist. Blade schon vor B.
Worf gehört jetzt in einen Schieber. Könnte seine Mates eigentlich fast A kommen lassen, was er auch. Was auch so aussieht, aber Mitte gleich das 11. Fofkin macht den B-Spieler. Oh, den müssen sie gehört haben. Oh, krass gespielt von Kirchnett. Ah, warum sie da jetzt nochmal unnötig mit rausgehen, verstehe ich nicht. Hutsch mit dem Close-Distance-Duell. Mit AWP. Oh. Krass, wie eng. Und Hutsch gewinnt's. Aber direkt Refrack von Blade. Jetzt 1 gegen 1 gegen Fofkin und Blade macht's. Krass, aber was eine unnötige Runde. Also, wie die verschenkt war einfach von den Russen. Wenn sie einfach kurz gehen und nicht unten nochmal das Duell suchen, nachdem A gefallen ist. Und Mitte. Ja, einfach unnötig da rauszugehen. Also einfach direkt abbrechen und kurz durch, dann haben sie die Runde safe. So einfach verschenkt. So, dann geht's wieder schnell. LK. Oh. Ah ne, okay. Mitte hat, glaube ich, Hutsch Fusshit gegeben. Deswegen hat der eine Spieler auch schon Low HP. Oh, deckt er also A außerhalb. Aber sehr 1-6 typischer Aufbau bei Kirchnett. Einer nur B. Das ist Blade. Roggi übernimmt die Mitte. Geht auf jeden Fall mit raus. Hutsch schiebt zum B. Also es gibt einen B-Split. Sind jetzt raus. Muss eigentlich ein Flash kommen, sonst kann er nicht rumziehen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der Frack sitzt nicht. B ist gefallen, Blade. Aber krass, schöner Fake. Schade, dass die Bombe noch nicht an kurz da ist. Weil es könnte noch gut ausgehen, wenn Rotate auf die Shots hittet. Boah, wird geflasht und jetzt wahrscheinlich gleich überrannt. Boah, schöner Short-Distance-Shot. Boah, schade, der war krass gewesen. Aber 2 gegen 2. Kirchnett macht die Runde nochmal knapp. Gut eigentlich gestanden noch von Kirchnett. Nachdem sie die Bombe nicht angesagt haben. Ich weiß nicht, ob es bewusst oder unbewusst war. Schade, LK gewinnt das Duell am Headshot-Rampe und... Ach, nur noch 1 HP, keine Chance. Aber an sich... Nette Taktik von Rushed. B-Split wird ja sowieso sehr, sehr gern gespielt. Das Faken, einen vor B schicken. Vielleicht hätten sie wirklich Smokes werfen müssen, dann wäre es nicht ganz so... Also dann wäre es noch... Fakiger gewesen. Hätte es noch mehr nach B-Split ausgesehen. Und dann der Move über kurz ist eigentlich nicht schlecht. Muss man halt aufpassen, dass dann lang nicht rauspusht. Da muss man halt auf diverse Sachen achten. Wenn man die am A dann im schlechten Moment erwischt, dann hat man die Runde relativ safe, würde ich sagen. Also eine nette Taktik von Rushed. Fährt Kirchnett B rein. Dennoch erhalten sich die Russen hier denn die Überzahl offen. So, 6-1 rushed. Schauen, ob das Spiel hier weiterhin so einseitig bleibt. Der heutige Abend vielleicht nicht ganz so interessant. Nächstes Spiel ist Jars gegen Kirchnett. Da sollte Jars eigentlich auch ganz locker flockig drüber rutschen. Trotzdem ist das einzige Spiel... Ach nee, ja doch. Da sollten sie weit drüber rutschen. Das ist aber das Spiel, was ich nicht zeige. Oh Gott! Aber Bondig da bitte nicht drauf. Schöner Push von Kirchnett. Haben sogar die Bombe. Boah, Blades. Eigentlich unnötig davor zu gehen. Die müssen doch gesehen haben, dass sie die Bombe haben. Jetzt geben sie den Vorteil aus der Hand. Krass, also total ungewöhnliches Spiel. In einem 6 haben sie doch solche Runden richtig gut manchmal ausgespielt. Sie waren ja eigentlich ein gutes Team. Verstehe nicht, wo der ganze Skill geblieben ist. Aber was ich sagen wollte, Jars müsste ja easy über Kirchnett drüber rutschen. Und deswegen werde ich Copenhagen Wolves gegen Rush zeigen, um 19 Uhr. Das könnte jetzt noch halbwegs interessant werden.
Weil die Wolves ja auch extrem schwanken. So, einfach B-Split. B-Go. Einer schon vom Tor. Liege aber direkt drauf. Gut, schon wieder an der T-Base unter Druck gesetzt. Holt sich da auch Mates Unterstützung. Schön kommuniziert das Ganze. Sauber. Von Dick Sauer noch. Kriegt auch in die Fresse von Fofkin. Also der teilt hier den richtig ordentlich aus. 12-4 ist jetzt, oder 12-2-2. 12-2-4 müsste man jetzt eigentlich sagen. 30er Score. Führt hier sein Team an. Also in der Pooch wieder hittet. Macht er nicht. Kretschen entscheidet sich für Kurzoffensiv. Boah, wir müssen da hoch. Leider zu spät. Boah, schön von Fofkin reagiert. Instant hochgesprungen. Das ist natürlich super gefährlich da. Oh. Alter, was Fofkin drückt heute. Super krass drauf. Auf jeden Fall. Keine Ahnung, was da geschrieben wird. Sieht nach Flame aus. Schiebt gerade weg. Und zwei sind CD-Base, also Fofkin mit seinem dritten. Könnten jetzt Easy B drauf fahren. Edik macht das richtig gut. Fofkin droppt sogar Base. Sollte jetzt schleichen. Oh, Fofkin kann das Ace holen. Oh, Blade weit weg. Auf geht's, Fofkin. Aber vergibt Headshot. Und jetzt. Ah! Krass! Schöne Runde von Fofkin, Mann. Alle fünf gemacht. Aber Kürtschnitt ist leider noch kein Gegner in Go. Deswegen ist es hier gerade so extrem einseitig. Wir haben ja eigentlich knapp Runden gesehen. Nur hat Kürtschnitt die halt leider nicht gut ausgespielt. Boah, das könnte mal böse enden jetzt. Alle am A. Da zieht sie lang um mit einer Silent. Aber Fofkin holt da irgendwie zwei blind, hatte ich das Gefühl. Ich glaube nicht, dass er da viel gesehen hat. Jetzt wieder eine enge Situation. Bombe liegt von sogar an der Kante. Hier wird nochmal geflasht von hinten. War sauber. Und Hutsch will drauf. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, aber Double Pistol ist einfach zu stark und, der letzte CT war auch im Recoil dort. Aber genauso sowas will ich sehen von Kürtschnitt. Solche kleinen Feinheiten, solche kleinen Mini-Specials. Und verschießt Hooch. Wieder außerhalb. Ne, B ist sogar relativ Free Take eigentlich. Gibt ja kurz, kriegt eine Flash von hinten. Leider blind jetzt. Lang blocken sie immer noch zu zweit und Blade jetzt im Noob-Eck. Sind jetzt mit raus, gebiet und Fake, diesmal aber über lang. Ach schade, der stirbt da. Oh, die Variante klappt nicht so gut wie vorhin die über kurz. Gut fährt einfach mit den Doubles drauf. Also er wird schon gut gedaddelt jetzt mittlerweile bei den Russen. Wir sehen die erste Runde für... Nee. Die zweite Runde für Kut... für Kut, ja. Für Kürtschnitt. Und sogar eine Fünferrunde. Tja, da spielt Rush nochmal ein kleines Special. Irgendwie was einstudiertes und dann kriegen sie auf den Sack. Wieder direkt lang schnell. Alter. Fofkin geht B vor. Und er geht einfach durch die Smoke. Oh, Blade. Sowas hasse ich. Also hittest du den CD nicht, dann kommt er rum und gibt dir direkt Gesicht.
ausrasten immer. So, der Digga sitzt doch ganz weit weg von seinen Mates. So, Blade direkt vor ihm. Oh, schöner Schlitz. Sieht man da was? Ja. Boah, schön. Wusste ich noch gar nicht, dass man da so einen Mini-Schlitz hat. Jetzt hat er die Waffe gesehen, aber Hooch einfach besseres Aiming. Weil bessere Posi. Hooch gegen 3. Hat noch ein bisschen Equipment sogar. Müsste Cutter sich selbst schon hören. Oh, er ist schon rechts. Oh. Was? Aber er gibt ihm noch krasse Hits. Und da haben sie auch genau richtig gespielt, sind direkt aufs Spot gegangen. Haben ihn dann nicht irgendwie rauskommen lassen. Dritte Runde für Kürtschnitt. Also langsam kommen sie doch in Fahrt. Wobei man das nicht überbewerten darf. Rusht bitte nicht mehr so ernsthaft spielen. Oh. Schöne Reaktion. Ah, da hat die Flash drüber gefehlt. Hat man ja schon mal gesehen von anderen Teams. Da gibt es erst vorher die Flash drüber und dann zieht die Awe rein. Von CDBS jetzt, vom Tor. Das klappt besser. Weil der Tier dann einfach auch nicht unbedingt blind wird, aber der Bildschirm verschwimmt halt. So, Aiming sitzt auch nicht mehr so gut. Bleibt immer, aber immerhin auf 20 HP Runde geschossen. Aber Kürtschnitt noch in der Überzahl. Wenn sie B gehen, sollten sie Blade eigentlich easy machen. Also lassen Kruter allein. Ah, Blade wird da nichts machen können. Wolfgang wird wieder vorgeschickt. Lol. Blade macht da doch noch was. Jetzt haben sie ein bisschen Respekt. Boah. Alter. Sie gehen jetzt raus. Kruter am Loch. Nee, Surrogate am Loch. Immer wieder Prefire dahin. Weil hier kann sitzen. Schade. Bombe ans Spot. Ach, schade, sind ja noch. Lol. Jetzt der links, links, links. Schöne Runde von Kruter. Schöne AWP-Shots. Sogar die vierte Runde. Und wenn ich mich alles täuscht, sind es sogar vier in oder drei in Folge gewesen. Ich hoffe, das gibt denen ein bisschen Auftrieb. Auffällt, was Rush jetzt auch spielt, Kürtschnitt ist eigentlich super B-Split anfällig. Decken da kaum zu zweitmal die Mitte. Jetzt schon einer vor das T, da hat er da nicht hingeguckt, aber wenigstens direkt Refrag. Oh, die Füße noch gesehen, wie knapp. Aber wieder der Fake über kurz, sehr schön, das gefällt mir, was Rush da spielt. Er wischt den CT jetzt auch in genau dem Moment, in dem sie ihn haben wollen. Lang kurz an der Treppe. Ach, schön gestanden von LK. Gutes Timing rumgezogen auf Steps. Somit Halbzeit vorbei. Rushed mit der Führung 11:4. Eigentlich das, was man erwartet hat. Dennoch muss man sagen, Kürtschnitt hat ein paar nette Runden gespielt. Teilweise gute Schüsse gemacht. Und mit der Pistol hätten sie vielleicht noch ein, zwei Runden mehr machen können. Vielleicht schaffen sie es ja, die T-Pistole für sich zu entscheiden. Alter. Auch hier Doubles. Finde ich ja echt ein bisschen rausgeschmissenes Geld in der Pistole. Ja, wobei. Eine Pistole vielleicht noch okay. Aber da wird lang eingenommen. Beziehungsweise vorlang. Eine Flash kam da. Oh, schön auch von Mitte oben. Alter, Frofkin. Ich brauche nur auf ihn bleiben, die ganze Runde über. Macht eh die ganze Zeit die Frags. Auch extrem geil gespielt. Sie haben da gemerkt, dass der Lang. Das Lang gut geblockt wird und dann nochmal über Mitte.
extremer Eier-Move von Fofkin. Nein! Edik, was tust du denn? Aber er hat das Kit. Aber Rogi mit einem super Move. Und da wird er nicht ziehen. Schöne Headshot. Aber das war auch recht easy. Edik rechnet er nie im Leben mit, dass der T schon so weit unten ist. Extrem gut gespielt von dem. Wer auch immer das ist. Crafting oder Zone. Und ich hab's ja gesagt. Pistol holen sie. P250 bei den Russen. Zumindest bei Hooch. Edik gleitet hier ein bisschen über die Map. Hat sich neue SteelSeries Slides geleistet. Jetzt würde mich interessieren, ob das aufhört, wenn man schräge hoch. Nee. Es slidet einfach weiter. Und jetzt immer noch. Jo, NP für Edik. Das sieht dafür so lustig aus. Die Laufanimation fehlt. So, nette Pumpe bei Surrogate. Oh, Hauptsache von Team jetzt mit Pumpe mitziehen. So, auch hier geht's schnell lang raus. Auch hier fallen die CTs alle drei über Cutters. Also wenn das so zum Standard wird, dass man eine Anti-Eco als T langgast, dann bietet sich natürlich auch so eine Taktik an wie vorhin von Kirchnet gespielt, dass man dann wartet und mit einer Silent Flash hinten rumzieht. So, hier sehen sie aber keine Schnitte und keinen Frag. Und jetzt geht's aber in die erste Equip, in der wir eine AWP bei Hooch sehen. Und keine bei den TS. So, die Smoke schon in Mitte. Lang direkter Go und auch Rushed hat Probleme, da einen langen Spot zu halten. TS machen wir da mal langsam. Gedeckt. Ich bin da immer noch an lang. Sind jetzt doch wieder vorgekommen. Ich glaube, Edik müsste das. Edik hat echt gute Kontrolle. Oh, fast gutes Timing. Und Fofkin stimmt jetzt auch. Oh, netter Schuss nochmal, aber der bringt halt alles nichts. Auch die Hits. Direkt die Hits gegen CDBs. Flash. Er wird doch von Mitte abgefuckt. Da kann er von Glück reden, wenn er dann noch einen macht. Oder zwei. Schöner Headshot noch am Ende. Aber nächste Runde für Kürtschnitt. Da kommen sie echt nochmal ran jetzt. Zumal Rush auch sparen muss. Tja, und da rächt sich vielleicht ein bisschen, dass sie da manche T-Runden nicht so serious gespielt haben. Auf irgendwo drauf gefahren sind und dann halt in die Fresse bekommen haben. Ich hoffe, da legen sie jetzt nochmal einen Schalter um und ja, und drehen nochmal ein gutes Stück auf. Oder zeigen überhaupt mal was, dass sie decken können. Ich mach den ersten, aber lang sind sie schon durch. Der Kabel da, glaube ich, auf Spot. Eine schöne HE schon eigentlich. Ticken zu früh. Nette Smoke, die hilft eigentlich. Ah. Oh, Hooch! Hooch nicht crazy genug am Ende. So, jetzt mal bitte was decken und sich nicht überrennen lassen. Hooch lässt doch die Awe, aber ich glaube, vom Geld her hätte es auch. Na, wobei, eins für uns mal über. Vielleicht doch gereicht, aber bringt halt nichts. Schöner Push jetzt direkt. Aber sehr schön, geht komplett auf. So,
Grube schon. Da muss Fofkin aufpassen, aber sie dürften wissen, dass da keine AWP am Start ist. Wir sind jetzt doch wieder Mitte. Oh, die sind schon kurz. Die zählt jetzt auch direkt hinterher. Oh, sauber. Nice. Also da spielt Ruscht. Da spielen die Russen mal direkt was und es geht auf. Die Frage ist, ob sie noch mehr so in petto haben. Gut, er jetzt auch direkt auf AWP gewechselt. Ah, spielen es echt nochmal. Aber Fofkin mit dem Duellanlagen gegen 4. Boah, da läuft der T in den Bang rein. Fofkin nur 14 AP. Kommt er weg. Ah, da sind die Cs zögerlich. Lassen da Fofkin wegkommen und... Sie... Was? Habt ihr das gerade gesehen? Mit der HE. Hat so viel Damage gemacht. Also Kürtchen weiß auf jeden Fall schon, dass sie da Katas eingenommen haben. So, sammelt sich jetzt wieder Mitte. Dort wartet LK. Hört die Steps. Mit oben chillt noch einer. Hat ihn gemacht, aber die Bombe ist noch kurz. Kopf gehen. Ach, schade, hat ihm aber gut Damage gegeben. Direkt Effekt von Eddick. Und jetzt ist es nur noch Bondic gegen 3. Die sind alle CDB, am A oder CD Base. Drei Sekunden hat er noch. CD ist noch eine Flash. Boah, geiler Move. Die beide CDs sind noch weit weg. 44 HP. Boah, so stark gespielt von Bondic. So, Flash ist weg. Bondic mit 100. Bondic mit 8. Boah. Edik macht's. Hat er genügend HP, hat zwar auch kein Kit. Boah, schade, dass er da direkt nochmal angelegt hat. War eigentlich unnötig. Wenn er da weggeht... Wobei, die Deska wird ihn, glaube ich, trotzdem verraten. Weil es einfach von der Zeit nicht ausreicht. Trotzdem, 13 zu 9. Kürtchen hat noch Geld. Ich glaube, durch den Bombplant jetzt auch sehr begünstigt gewesen. Er ist. Er hört den Tee. Er kommt rein. Boah. Alter, Fofkin so stark heute. So, Bondic Mitte raus. Schiebt aber richtig ab. Ah. Dann nochmal auf das Duell. Aber Hooch gewinnt. Fofkin hat noch Mitte safe. B auch. Relativ gut gedeckt. Jetzt ist man sich gerade nicht sicher. Die haben sie wieder einzeln irgendwie weg. Hampeln da ein bisschen in der Mitte rum. Also sie sind da nicht wirklich als Team unterwegs. Da fehlt irgendwie die, ja, die Struktur im Spiel. Da machen sie zu schnell Dinge. Und sterben dann einfach. Wobei Rush natürlich auch extrem gut hittet. Wieder pushen sie Katas. Oh, was war denn das für eine Flash? Wo kam die denn her? Die war geil. Der verschießt da. Da war, glaube ich, Fußhit. Alter, Fofkin. Also, wenn es für dem eine In-Eye gibt von dem Spiel, dann würde die sich auf jeden Fall lohnen, anzuschauen. Und nur noch gute an der T-Base. Boah, da kriegt er so viele Hits. So, Eddie kommt schon über T-Base. Ah, Edik. Ah, spielt sie safe. Macht er gut. Aufgehen. Ja, jetzt komplett eingekesselt. Da ist es schon mal das Draw. Für die Russen.
Und rusht, will es einfach instant beenden. Hofkin mit B-Push, cut das auch wieder hoch. Hofkin kriegt einen, Bombe ist in Mitte. Aber schöner Move von Surrogate, ist da lang. Kann die Runde vielleicht entscheiden, wenn er jetzt nicht direkt gesehen wird. Aber sein Mage stirbt. Und jetzt mit der Witzwaffe, mit der Galil. Schade, macht zwar, boah, hat sogar relativ viel Schaden gemacht an Hofkin. Aber da ist es vorbei. Ach, da muss man sagen, Kirchnet. Ja, also das Ergebnis sieht knapper aus, als es letztendlich war, muss ich mal sagen. Die 9 Runden, ja, pff, scheiß drauf. Rushed hat halt gewonnen. Man hatte eigentlich zu keiner Zeit irgendwie das Gefühl, dass es jetzt hier nochmal eng werden könnte oder dass Rushed das Spiel aus der Hand gibt. Zumindest empfand ich das so.